7. August 2013. Bruder Eli, schläfst du noch? Was ist mit dem Islam, mein lieber Bruder? Es kann dir doch nicht gleichgültig sein, dass dein Bruder überzeugt davon ist, dass du, wenn du in deinem jetzigen Zustand als Leugner der Wahrheit stirbst, für alle Ewigkeiten in die Hölle kommst. Jakob, ich habe geträumt, dass ich in der Hölle bin. Ich bin in einem Raum eingesperrt, in dem ein riesiger Heidstrahler steht. Ich kämpfe mich zum Heidstrahler und mache den Schalter aus. Ich träume von einem deutschen Land mit muslimischen Bauern, muslimischen Dörfern, muslimischen Handwerkern. Echt deutsch und echt muslimisch. Das ist zwar für dich eine Offenbarung, aber wer bist du, dass du deine Gotteserfahrung uns mit diesen Wörtern mitteilst?